Herzlich willkommen. Heute mit einer Interviewfolge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar den Kelvin. Eigentlich muss er sich nicht groß vorstellen, aber vielleicht bei unserem Kanal ist er vielleicht nicht ganz so geläufig. Kelvin hat einen eigenen Kanal. Es geht eigentlich um das Thema, das böse Thema Kurzzeitmiete, Airbnb. Und daher vielleicht nicht jedem geläufig. Deswegen, Kelvin, wenn du einfach kurz mal vielleicht zwei, drei Sätze zu dir erzählen würdest, so als was man unbedingt über dich wissen muss, wenn man jetzt nicht im Bereich Airbnb tätig ist und dich vielleicht noch nicht gesehen hat oder gekannt hat. Erzähl mal kurz zwei Sätze zu dir. Ja, sehr gern. Moin erstmal, ihr da draußen. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die nette Einleitung. Und jetzt ein paar Worte zu mir. Puh, ja, also ich habe mich länger mit dem Thema beschäftigt, wie ich irgendwie mit irgendwas mal starten kann, neben Studium, mit nicht ganz so viel Geld in der Tasche, kriegt ja keine Eigentumswohnungen oder so, mit Vollzeitstudentenausweis sozusagen. Und da war dann immer das Thema, ja, was mache ich? Wie kann ich nebenbei starten? Wie geht das irgendwie? Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben. Genau, wir haben meine Freundin und ich, wir haben unser Kind bekommen und dann bin ich eh mehr und mehr in ihre Wohnung mit reingezogen. Und anstatt da jetzt groß umzuziehen, haben wir uns einfach unseren Haushalt zusammengeschmissen. Und meine Wohnung war mehr und mehr leer. Und nach einer, ekligen Untervermietungszeit, die echt nicht gut gelaufen ist, wo auch ganz viel Koks und andere Drogen im Spiel waren und ich den Menschen dann kaum noch aus der Wohnung rausbekommen habe, gab es dann bei mir einen Bruch und ich habe überlegt, nee, ich muss was anderes machen. Ich wollte aber meine Möbel nicht aufgeben und die Wohnung ist eigentlich wirklich sehr cool. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will die noch ein bisschen behalten, weil wenn mein Vater zu Besuch kommt, dann muss der nicht bei uns auf der Couch pennen oder in irgendeinem Hotel, sondern hat eine eigene Wohnung und einen Balkon, wo er rauchen kann. Alles ganz entspannt. Und dann bin ich zu dem Thema tatsächlich gekommen, Kurzzeitvermietung, wie lässt sich das umsetzen, was kann man da machen? Die Schritte bin ich Mai letztes Jahr gegangen, also 2019. Und bis zur konkreten Umsetzung, bis das Listing online war und die Wohnung dann auch wieder auf Vordermann gebracht wurde, vergingen 3 Monate. Und dann ab August habe ich die Wohnung kurzzeitig vermietet. Und das mache ich seitdem ziemlich erfolgreich. Ja, genau. Und da hat mein Weg in die Kurzzeitvermietung angefangen. Okay, sehr spannende Geschichte. Du hast auch einen Podcast. Den soll man vielleicht auch mal kurz erwähnen, weil da gibt es auch sehr, sehr spannende Geschichten dazu und auch sehr breite. Das machst du, glaube ich, auch mit Unterstützung. Genau. Also ich habe den Podcast, habe ich gestartet mit einem Kollegen zusammen. Wir sind als Team an den Start gegangen im Dezember. Also ja, ziemlich genau 4 Monate, nachdem ich gestartet bin mit dem ganzen Thema, weil ich einfach das Gefühl hatte, es werden immer wieder dieselben Fragen gestellt in diesem Thema. Und vor allem von Außenstehenden immer wieder die gleichen. Also hochfrequentierte Fragen sind zum Beispiel, ist das nicht illegal? Oder das ist doch total verboten oder dann nimmst du doch Wohnraum weg und da kommen immer wieder dieselben Fragen und wenn dann Leute tatsächlich Interesse am Business haben, dann ist es, ja, wie redet man denn mit dem Vermieter, wie überzeugt man denn, wie richtet man das denn ein, was brauche ich denn alles, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch und dann haben wir uns einfach gedacht, puh, okay, ich antworte eigentlich jeden Tag in Facebook-Gruppen auf dieselben Fragen, dann stelle ich die doch einfach mal auf einem anderen Weg online und gebe das Leuten mit, was ich mir selber aneignen musste. Ja, und aus einem Duo ist ein Trio geworden und wir machen das jetzt seit Mai 2020 zu dritt. Ja, und haben da auch eine ganz spannende Reise und ja, lernen selber sehr, sehr viel dazu durch dieses Format. Wir sind sehr glücklich, dass wir das bis heute immer noch machen. Wir sind aktuell auch fast der Einzige auf dem Markt, der dieses Thema beleuchtet, vor allem zumindest aus Investorensicht. Also es gibt noch einen anderen Podcast, der macht das eher so in Richtung Liebhaberei und dieses konventionelle Vermieten an Nord- und Ostsee, das, was man halt so kennt, auch noch aus Kindertagen. Genau, und ja, haben damit eine Nische irgendwie getroffen, die für uns passt, die für die Zuhörer passt. Und wir haben da echt sehr spannende Interviews auch und Themen. Also reinhören lohnt sich zumindest für die Leute, die interessiert sind, auf jeden Fall.
Genau. Er hört heute Postcard. Den würden wir auch hier unten nochmal in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ich habe auch ein paar Folgen echt nicht schlecht gestaunt, was sie alles macht, aber da würde ich gerne mal gleich später drauf kommen. Weil was mich total geflasht hat, ist ja, dass ihr quasi das Remote in Entfernung macht, wo man einfach, also zumindest als Investor, als Kapitalanleger jetzt, wo man im klassischen Wohnraumvermietung drin ist, überhaupt nicht drauf käme. Ne? Also wo dann zum Beispiel Vermietung Malaysia von Remote aus passiert mit einer Entfernung, ne, die halt unglaublich ist. Aber da würde ich gerne mal gerne darauf eingehen, weil das ist echt ein spannendes Ding dabei. Das auf jeden Fall ja zu dir. Also wie gesagt, Podcast werden wir auf jeden Fall immer unten verlinken. Und was du ja noch machst, ist ja auch noch, du bietest noch Coaching an. Das heißt also, würdest auch dann dementsprechend, wenn jemand sagt, ich möchte gerne starten, ich möchte Kurzzeitvermietung, aber ich brauche halt, ja, vielleicht da eine spezifische Frage oder da komme ich nicht weiter, weil das Ding ist ja oft, es gibt ja viele Gruppen und Foren, aber das spannende Phänomen ist ja immer, wenn eine Frage jetzt gestellt wird, kriegst du gerne, einmal einer sagt, auf gar keinen Fall, einer sagt, auf jeden Fall und einer sagt, ja, komm drauf an, ne? Und da unterstützt du, glaube ich, auch dabei, ne? Also das heißt, bei dir kann man da auch dann quasi dich als Coach buchen, dass du einfach dann sagst, okay, ich unterstütze dich quasi von null auf, bis halt man das komplett verinnerlicht hat, ne? Genau, ja, mittlerweile haben wir verschiedene Stufen sozusagen. Also am Anfang haben wir gesagt, ja, okay, wir bieten hier stundenweise Coaching an für die Leute, die in die Tiefe gehen wollen und unser Podcast reicht nicht aus. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass das gar nicht so relevant ist, sondern dass viel mehr Immobilieninvestoren, wie du jetzt wahrscheinlich auch einer bist, daran interessiert sind, dass man das einfach für sie komplett übernimmt und dass man dann sagt, okay, wir machen das alles, wenn du möchtest, nehmen wir dich in den Prozess mit rein oder wir machen es einfach und du hast deinen Cashflow und ich habe meinen Cashflow in Form von prozentualer Beteiligung am Umsatz. Was ich aber ganz spannend finde, also vielleicht für den einen oder anderen interessant, der wirklich sagt, er will starten. Ich hatte vor 2 Wochen, das habe ich dir auch noch gar nicht im Vorgespräch erzählt, so eine kleine Blitzidee mit einer Workation. Weil es gibt sowas noch nicht und wir haben jetzt sozusagen die erste Kurzzeitvermietungsreise, wo wir mit den Leuten 7 Tage uns einschließen sozusagen und alles einmal durchkauen. Jedes Thema, alles. Also danach kann man direkt starten, beziehungsweise expandieren, skalieren, mit den Leuten verschiedene Geschäftsmodelle ausprobieren. Und da ist von der Verwaltung bis zur Einrichtung an Themen eigentlich alles dabei. Okay. Also für die Leute, die wirklich, wirklich, wirklich Interesse haben. Ansonsten natürlich auch dieses 1-zu-1-Coaching, dass man sagt, okay, man nimmt den kompletten Prozess einmal mit und man versucht das einfach, ja, so gut wie möglich rüberzubringen und umzusetzen dann entsprechend. Ja, ist sehr geil. Also wir machen das Coaching ja auch und es ist ja oft so, dass es gibt ja viel Wissen. YouTube, es gibt so viele Videokanäle, also zumindest jetzt im Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, sehr, sehr viel. Es gibt viele Facebook-Gruppen, aber du hast halt oft, dass du explizite, konkrete Fragen hast, die man halt schlecht beantwortet kriegt. Und das ist ja genau das Richtige, wo man sagen kann, ich habe einen absoluten Experten da drin, der das wirklich von Anfang bis zum Ende beherrscht. Und wenn ich ihm eine Frage stelle, der kann sofort, ne, hier ist die Antwort. Und ich muss da nicht erst mal lange googeln. Ich muss da nicht eventuell mich darauf verlassen, dass auch derjenige, der das geschrieben hat, auch wirklich die Wahrheit sagt und auch wirklich auch Kenntnis hatte. Weil du hast ja auch ganz oft diesen Foren auch diese gefährlich halbwissenden Leute dabei, die das einfach so vermuten und einfach aber als Wahrheit für sich ja, quasi preisgeben. Das hast du ja alles nicht dabei. Ne? Und wie gesagt, was ihr da auf die Beine stellt oder gestellt habt, das finde ich schon echt krass. Also da würde ich gerne mal ein bisschen mehr zu erfahren. Weil ich ja persönlich als Investor ja mal Schwierigkeiten habe, wenn ich Objekte so weit entfernt habe, wie ihr das halt habt. Das kann ich mir halt also aus meiner Brille halt immer sehr schwer vorstellen, wie sowas funktionieren kann. Ja. Was ich aber sehr spannend fand, was du sagtest, ist mit dieser Renditemodell, dass du quasi sagst, du würdest quasi das mit dem Investor zusammenpacken, der stellt die Immobilie, du suchst das Rent-out. Wahrscheinlich gibt es mal Garantie-Mietzins oder wie macht ihr das dann dabei? Also, wie kann man das Ganze vorstellen? Also, ich kann ja einfach mal ein Pilotprojekt jetzt von mir vorstellen. Arbeite jetzt ab Januar 2021 mit einer Dame zusammen. Die hat 8 Eigentumsimmobilien, die sind möbliert. Die vermietet sie schon, aber mittel- und langfristig an Unternehmen, also einfach die bei uns ansässig sind in Leipzig.
Und sie hat gemerkt, dass vor allem in der Corona-Krise das Homeoffice immer ein bisschen beliebter wurde und die Leute halt weggeblieben sind. Und sie dann Probleme hatte, diese Wohnungen mittelfristig zu vermieten. Und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Und da läuft das jetzt zum Beispiel so, ich vermiete das Ding. Also ich setze das alles auf in alle Portale. Ich organisiere die Kommunikation mit den Gästen. Ich koordiniere die Reinigungskräfte. Ich stelle Partnerverträge mit Produktplatzierungen her. Ich versuche, die Wohnung so zu optimieren, dass sie mietbar ist für Kurzzeitreisende. Und genau, das manage ich. Ich übernehme tatsächlich die komplette Verwaltung. Und genau, und dafür nehme ich dann 18%. Und sie zahlt mir dann noch 1% für ein Pricing-Tool. Und den Rest übernehme ich dann aber über diese Prozente, die da anlaufen. Und genau, dann haben wir beide mehr davon, weil ich weiß, was sie im Durchschnitt mit einer mittelfristigen Vermietung macht und ich weiß, was ich mit einer schlechten Lage in der Kurzzeitvermietung mache und kann ihr garantieren, dass das mehr ist, als das, was sie jetzt gerade bekommt. Und ich habe einfach was davon, weil wenn das Programm einmal aufgesetzt ist und komplett durchgetaktet ist, hat man tatsächlich nur noch das Gästemanagement. Und das kann mitunter mal stressig sein oder man muss halt immer erreichbar sein, aber das bin ich. Und das bin ich auch gewillt einzugehen. Und dann kriege ich da einfach auch mein monatliches Einkommen, ohne jetzt noch ganz, ganz viel Stress zu haben. Genau. Klingt sehr, sehr spannend. Was hast du für Anforderungen dafür? Also was muss, muss ich irgendwie zentral sein, Bahnhofnähe oder was sind so Key, Faktoren, die du halt sagst, die muss ich unbedingt haben? Also falls jetzt jemand angesprochen wird zum Beispiel, falls jemand sagt, ich habe da ein Objekt, was sich irgendwie schwierig vermieten lässt oder sowas, wäre das was für dich oder was ist für dich so dein Beuteschema? Also prinzipiell ist alles interessant, weil alles eine Reise ist. Ich selbst nehme ein bisschen Abstand von vielen Zimmern. Also ich habe lieber kleinere Apartments und davon mehrere in einem Haus, als größere Apartments und davon nur eine in einem Mietobjekt. Also wenn es jetzt zum Beispiel 8 Parteienhäuser gibt und die sind alle Zweiraumwohnungen und oben hast du eine Vierraumwohnung, das ist perfekt, das ist cool. Wenn du jetzt aber viele Dreiraumwohnungen hast oder so, dann ist das eher nicht mein persönliches Beuteschema, weil du da wieder die Schwierigkeit hast, das auch in solchen Krisensituationen wie jetzt gerade einfach an Geschäftsreisende zu vermieten, weil diese natürlich alleine reisen und sich keine Dreiraumwohnung holen, wofür auch. Dementsprechend ist mein Lieblingsobjekt tatsächlich eine Ein- oder Zweiraumwohnung. Ich glaube aber auch als Immobilieninvestor kann man diese größeren Wohnungen alle super als WG oder als andere Sondervermietungs Dinge vermieten, dass man da gar nicht so ein Problem hat, sondern wahrscheinlich eher mit der langfristigen Vermietung von kleinen Wohnungen. Und das ist mein Spezialgebiet und mein Lieblingsobjekt. Und da gibt es tatsächlich aber keine schlechte Lage. Man muss nur mit den Preisvorstellungen dann d'accord sein, ne? Also klar kann ich in Leipzig Innenstadt 2.500 Euro umsetzen im Monat. Das wird vermutlich in einem kleinen Dorf in Niedersachsen nicht möglich sein. Aber beides ist vermietbar und beides läuft. Okay. Also wirklich egal wo. Ziemlich egal wo, ja. Also es gibt halt, also man muss es halt durchrechnen und na klar kann es sein, dass die Auslastung nicht 100% ist oder dass jetzt die Rendite nicht riesig ist im Vergleich zur Standardvermietung. Was man aber ganz klar den Vorteil der Kurzzeitvermietung, was man da beleuchten muss, ist halt, dass die Abnutzung viel, viel geringer ist, einfach weil jedes Mal eine Endreinigung kommt. Und man ist jedes Mal wieder auf einem neuwertigen Zustand und es ist natürlich viel leichter zu tracken, was jetzt erneuert werden sollte. Man ist in einem engeren Kontakt auch mit dem Vermieter. Wenn irgendwas schief geht, man hat eine Absicherung durch Airbnb, man hat das Objekt selbst auch nochmal versichert. Also da gibt es eigentlich kaum ein Risiko im Vergleich zu einer langfristigen Vermietung, wo man ja ganz oft auch oder aus Sicht des Immobilieninvestors im besten Fall nicht viel hört, aber manchmal dann doch ein Grauen hat, wenn man rausgeht und man sieht, oh, da muss ich jetzt noch viel machen und dann oder vielen erneuern, der Boden ist abgenutzt, verkratzt, wie auch immer, was das da alles für Problemchen gibt. Ja, aber das heißt jetzt, wenn ich mal angenommen, jetzt hätte ich eine beliebige Wohnung.
Ich könnte jetzt einfach anfangen und sagen, lieber Kelvin, ich habe jetzt hier die Wohnung, am besten ein Apartment, weil es ja deinem Wunsch entspricht, egal wo. Du würdest das Ganze angucken, würdest sagen, pass auf, kann ich mir vorstellen oder nicht. Und wenn ich mir vorstellen kann, dann kann ich dir die Garantiemiete quasi anbieten. Da würdest du es quasi anmieten und du würdest dann diese Kurzzeitvermietung über Airbnb oder andere Portale dann für dich selber sicherstellen. Genau. Also das Einzige, was tatsächlich da dazwischen grätscht, ist das Zweckentfremdungsverbot. Haben vielleicht einige schon gehört. Also gerade in Berlin ist das ja ein populäres Thema. Gibt aber auch Städte wie München, Köln, Düsseldorf, wo es einfach schwierig ist. Da muss man dann gucken, wie man es macht. Ob man am besten ist es immer, wenn man schon eine Gewerbeimmobilie hat, also die umgewidmet ist und schon Gewerbe ist, dann hat man da kein großes Problem. Dann kann man den Nutzen von Gewerbe in Ferienimmobilie ändern. Genau, da gibt es immer so heikle Stufen. Letztendlich ist Umwidmung immer das Beste, was man machen kann, weil man dann immer auf der sicheren Seite ist. Wenn man jetzt aber sagt, das ist mit Aufwand verbunden und ich kann die dann nicht einfach wieder normal vermieten, das möchte ich erstmal nicht, kann man das Ganze auch einfach testen. Und wenn man dann sagt, okay, das läuft nach einem halben, dreiviertel Jahr, kann man das dann immer noch machen. Das ist dann ein bürokratischer Akt, so ein kleiner. Und dann ist die Wohnung aber auch gesichert. Falls ein Zweckentfremdungsverbot in der Region kommt, dann kann die nicht mehr davon berührt werden und dann hat man langfristig die sichere Seite. Genau. Okay, cool. Und mal, jetzt habe ich eine Immobilie. Jetzt ist die aber leer. Von mir aus ist die tapeziert, weiß gestrichen, da ist Boden drin, aber das nützt ja erstmal nicht viel. Das ist ja, du brauchst ja komplettes möbliertes Objekt. Das heißt, wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel Leipzig bist und du hast jetzt, weiß nicht, Objekt in Freiburg oder was auch immer weit weg ist von dir? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, da müssen ja Möbel rein, die müssen aufgebaut werden, die müssen ja irgendwie gemanagt werden, vielleicht. Wie funktioniert sowas? Genau, ich kann ja mal die Case Study, weil ich das jetzt witzigerweise vor 2 Wochen hatte, kann ich ja einfach mal erzählen. Wir hatten dasselbe in Katlenburg. Das ist ein Wo liegt das ungefähr? kleines Dörfchen in Niedersachsen in der Nähe von Göttingen. Und hat so 3.000, 4.000 Einwohner, also echt nicht viel. Und wir haben es so gemacht, dass wir mit der Eigentümerin Kontakt hatten und die uns einen Kontakt vermittelt hat, die Schlüssel, dass wir mal reingehen können und uns die Sachen angucken können. Und die haben wir dann bei der Besichtigung direkt angehauen, haben gesagt, hey, wir würden jetzt in den kommenden 2 Wochen eine Menge Pakete zu dir schicken. Schieb die einfach in die Wohnung rein. Und dann haben wir es gemacht, als nahezu alles da war, sind wir einfach rübergefahren, haben angefangen mit Streichen und haben dann einfach die Möbel aufgebaut und alles fertig gemacht innerhalb von, ja, guten 70 Stunden und sind dann wieder zurückgefahren, haben dort direkt Probe geschlafen, haben geguckt, wie das dort ist, wie das alles funktioniert, wie auch die Nachbarn sind, ob es laut im Haus ist und so, ne, damit man einfach das auch gleich in die Anzeigen schreiben kann. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Genau, ja. So haben wir das gemanagt. Und dann hatten wir direkt einen ersten Eindruck, wussten, wie zu handhaben, wo man einkaufen gehen muss, alles, konnten direkt alles testen, wussten, dass alles funktioniert und sind dann mit einem guten Gefühl wieder zurück und direkt 12 Stunden später war die Wohnung schon gebucht. Obwohl es so ein kleines, was heißt das, 4000 Seelendorf ist. Ja, genau. Okay. Und da kam direkt die Monatsmiete durch 4 Nächte rein, also nur damit man mal die Relation hat. Das heißt, du bist im Prinzip ab der fünften Nacht bist du quasi im positiven Bereich. Wir haben hoch gepokert, aber genau in dem Apartment hat es einfach funktioniert. Genau. Schon eine klasse Rendite dann, ne? Das durchaus. Ja, also abgesehen oder abseits von Lockdowns ist das schon definitiv lukrativ. Ja, absolut. Und jetzt Lockdown, sagst du genau das richtige Stichwort. Momentan ist ja, also wir haben heute den 16. November bei der Aufnahme. Wir haben jetzt den zweiten Lockdown durch Corona. Tendenziell sieht es auch ja so aus, weil die Zahlen noch weiter steigen, dass vielleicht Dezember das noch schlimmer wird oder vielleicht noch weiter runtergeschraubt wird. Das hat ja für Tourismus ja starke Auswirkungen, aber vielleicht auch für Traveling-User, also alles, was so in Sachen Firmen unterwegs ist. Homeoffice ist ja ein ganz großes Thema bei Firmen mittlerweile. Wir machen auch viele Mitarbeiter haben wir uns im Homeoffice, wir machen auch Zoom-Meetings. Das
ist wahrscheinlich auch für dich auch ein Problem oder irgendwas, was du auch bestimmt merkst bei der Ausbuchung oder bei Auslastung, ne? Also man merkt es auf jeden Fall, gerade laufen meine Statistiken auf 23% Auslastung für alle 5 Wohnungen insgesamt, die ich gerade im Portfolio habe. Man muss aber auch dazu sagen, dass ganz viele der Objekte sich schon viel früher tragen. Und mit der Einwohnung hatte ich Glück, da hatte ich einfach eine Buchung von Oktober bis Mitte November. Dementsprechend, die ist seit vorgestern leer und ist gerade auch leer. Da ist aber schon wieder eine längere Anfrage dabei, die jetzt nur noch abgestimmt werden muss, ob das alles dann passt. Dann hätte ich da wieder einen längerfristigen Mieter drin. Und ansonsten in meiner anderen Wohnung in Leipzig ist es auch aktuell so, dass ja, die Auslastung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber ich habe jetzt schon ja, 70% der Einnahmen gedeckelt und wir haben noch 14 Tage. Ich bin ganz guter Dinge, dass das auch diesmal deckungsgleich laufen wird. Im ersten Lockdown habe ich auch jeden Monat Plus gemacht, wenn auch nicht viel, marginal teilweise, aber auf jeden Fall ist die Muss-Rendite reingekommen. Okay. Ja. Okay. Jetzt habe ich mal Folgendes gemacht. Wir sind ja im Bereich der Investoren und Investoren sind ja, wie soll ich sagen, stinklangweilige Leute. Das sind Leute, die wollen was kaufen, dann wollen das Objekt vermieten, von mir aus noch einmal sanieren oder sowas. Dann möchten Mieter haben, der am besten 20, 30, 40 Jahre drin wohnt. Vielleicht alle 5 Jahre sich einmal meldet, weil der Wasserhahn tropft, dann kommt vielleicht ein Klempner einmal raus, eine Betriebskostenabrechnung erstellen, aber mehr nicht. Deswegen habe ich einfach mal bei uns in der Community gefragt, was sind denn so eure Gedanken, wenn ihr an Airbnb-Vermietung bei euren Objekten denkt? Die Fragen würde ich gerne mal stellen. Ich Oh, habe ich da bin gespannt. was. Weil das wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass wahrscheinlich nicht jeder Vermieter oder Eigentümer findet das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr cool, ne? Ich habe das tatsächlich selbst nie erlebt, weil ab der zweiten Immobilie wurde immer ich angerufen und wurde gefragt, ob ich denn nicht übernehmen möchte, ob ich nicht irgendwas machen möchte daraus. Kenne es aber von vielen aus der Community, die einfach auch gerade beim ersten Objekt massiv Probleme haben, etwas zu gewinnen oder den Vermieter zu überzeugen. Muss dazu aber auch sagen, dass es halt, ich kann die Vermieter auf der einen Seite total verstehen. Wenn jemand mit gefährlichem Halbwissen auf mich zukommt und sagt, er hat da was vor und hat eine Geschäftsidee mit meiner eigenen Wohnung, dann muss man natürlich auch überzeugend sein und sicher in dem, was man tut. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es halt wirklich ein Blick durch die Glaskugel und man kann gar nicht genau sagen, was passieren wird. Aber wenn ich schon Objekte habe und zeigen kann, hier, guck mal, es funktioniert, jeder kriegt seine Miete, es gibt keine Probleme, alles läuft gut, dann ist das natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Aber stell mir gerne die Fragen, ich bin Ja, pass gespannt. auf. Also, erste Frage ist, oder der erste Einwurf ist, ich habe keinen direkten Zugriff auf die Mieter und Bewohner. Also damit ist gemeint, ich vermiete ja an dich und du vermietest ja an X, Y, Z und so weiter. Normalerweise habe ich ja ein direktes Verhältnis zum Mieter. Das heißt, jetzt mal angenommen, einer sagt, die Schuhe stehen im Treppenhaus oder es ist zu laut gewesen gestern, dann weiß ich genau, wie ich ansprechen muss. Dieser Zugriff, der ist ja dadurch, dass ja eine unbekannte Person in der Wohnung sich befindet, vielleicht nicht gegeben. Verstehe ich gut. Da muss man dann halt natürlich gucken. Also wenn es jetzt über eine WEG und mehrere Eigentümer läuft in dem eigenen Haus, ist es natürlich ein bisschen komplexer. Aber ich habe tatsächlich auch Fälle, wo die Eigentümerin alles besitzt im Mehrfamilienhaus. Und dann ist natürlich der Weg ganz einfach, wenn die Leute lokalisieren können und wissen. Also ich gehe immer ganz offen damit um. Ich klingel bei den Nachbarn, sage, ey, hier entsteht eine Ferienwohnung. Wenn irgendwas sein sollte, wenn euch irgendwas auffällt, meldet euch gerne bei mir, gebt denen meine Nummer, dass die einfach den Direktkontakt zu mir haben und versuche so überhaupt erst diese Beschwerden, die zum Eigentümer gehen, zu vermeiden oder zur Hausverwaltung. Und wenn jeder Bescheid weiß, habe ich auch die Erfahrung gemacht, ist es so eine ganz andere Wertschätzung auch. Also die Leute achten dann auch darauf, meckern dann mit den Leuten auch aggressiv, sagen, seid mal nicht so laut hier, hier wohnen Kinder oder so. Also ich habe damit tatsächlich noch keine Negativerfahrung gemacht. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir alle waren mal in dem Alter von
WG-Leben und jung sein und man kann eh nie wirklich sagen, wer in der Wohnung drin ist. Ne? Dann hat man mal eine Freundin noch, die dabei ist, dann ist der vielleicht mal weg und die Wohnung ist länger zur Untermiete irgendwie auf WG gesucht gelandet oder ne? Man weiß es ja wirklich nicht immer, ob der Mieter, der gemietet hat, auch wirklich drin ist. Und ich glaube, an sich ist es ja den Immobilieninvestoren, geht es immer nur darum, dass sie Ruhe haben. Also, dass sie genau eben nichts hören. Und dem versuche ich immer entgegenzuwirken, wenn die Mieter einfach alle auch Bescheid wissen. Aber auch sehr guter Schachzug, finde ich. Also sehr geschickt, dass du direkt damit so mal offensiv umgehst, ne, dass die Leute auch direkt Bescheid wissen und dass sie gar nicht erst den Weg quasi gehen zum Eigentümer, zur Hausverwaltung und dann kämen sie ja wieder auf dich zurück, sondern dass sie einfach den direkten Weg gehen. Weil so hast du aber den Vorteil, wenn was ist, kriegst du sofort mit. Und ich denke, wie du schon sagst, wenn man offen darüber spricht, ist es vielleicht auch ein anderes Start, ne? Andere Möglichkeiten dann, dass man damit umgeht, ne? Sehr cool, ja. Genau, ja, und dadurch hat man ja auch, also man will ja selber auch, dass in der Ferienwohnung alles in Ordnung ist, dass dort keine Jägermeister gesponserte Party stattfindet oder so, ne? Also das will man ja selber auch nicht. Ja. Okay, dann habe ich noch einen Einwand. Sehr, sehr häufige Bewohnerwechsel. Das verträgt sich nicht mit Dauern und Bestandsmietern. Kann ich so nicht unterschreiben. Nee. Also ich kenne Beispiele, wo ich wüsste, dass es schwierig wäre. Also einfach, weil viele Familien in dem Haus drin sind oder so. Aber das sind ja dann auch Einwände, die man einfach geben kann, wenn man dann als Vermieter sagt, ja, hier, das sind fast nur Familien, das ist eine sehr enge Hausgemeinschaft und die machen sehr viel und die verbringen viel Zeit auch miteinander im Garten oder so. Aber im ganz normalen Alltag, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, ist das eh alles relativ anonym. Im Haus selbst und man hat gar nicht diese Begegnungen, dass man sagen würde, daran stört sich wirklich jemand dolle. Okay. Ja, verstehe. Dann, ja, von Peter, ich glaube, er weiß es, hat mich mehrere Einwürfe gehabt. Unsicherheit, an wem man vermietet, beziehungsweise die Bewohner wissen nicht mehr, wer Bewohner, wer Besucher ist oder wer überhaupt noch im Haus ist. Ne? Damit ist wahrscheinlich dann halt gemeint, dass ja, du halt vielleicht in der einen Woche Person 1 drin hast, in der nächsten Woche Person 2 und dann weißt du gar nicht mehr, wer gehört zum Haus, wer gehört nicht zum Haus. Ne? Also damit ist das, glaube ich, gemeint. Also sprich, ne, wer ist wirklich noch Mieter, wer nicht, wer wohnt im Haus. Aber du sagst, du hast ja auch Langzeitmieter dabei. Ne? Das heißt, also ist gar nicht so, dass man sich vorstellen kann, weiß ich nicht, 3 Tage an Person 1, dann 2 Tage leer, dann ein Tag für eine nächste Person. Das ist nicht dein Standardmodell, ne? Doch, also standardmäßig ist das schon das Modell. Man versucht jetzt halt einfach nur auch in diesen Zeiten, die jetzt so nicht kalkulierbar sind, Okay. beziehungsweise wenn so Anfragen reinkommen, dann nimmt man die natürlich, ne? Die sind weniger zeitintensiv, weniger kostenintensiv. Also eine Reinigung kostet ja auch Geld. Sowas nimmt man dann schon an. Aber es ist natürlich einfach auch lukrativer, viele Gäste aufzunehmen und viele Wechsel zu haben. Weil es einfach auch mehr Geld abwirft. Aber ja, also ich verstehe die Sorge, kann mir aber tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht vorstellen, dass das so extrem im Interesse vom Immobilieninvestor liegt, dass jeder Mieter sich untereinander kennt und dass sie sich, also kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemanden wirklich dolle interessiert. Wie die Hausgemeinschaft ist. Es gibt natürlich Ausnahmen und Unterschiede, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich hole mir als Kapitalanlage eine Wohnung in irgendwas, was ich bezahlen kann, eine kleine Wohnung in irgendeinem Mehrfamilien- oder Mehrparteienhaus, dann interessiert mich eigentlich nur meine Miete und mein Ding selber und nicht unbedingt das, was die anderen Eigenbrötler drumherum machen. Und wenn man tatsächlich ein Mehrfamilienhaus besitzt, dann ja, dann gibt es wie gesagt diese Familienausnahmen, die ich verstehen kann, oder wenn sehr viel ältere Leute drin wohnen, dass die dann vielleicht Ängste haben oder Unsicherheiten und man das vielleicht nicht schüren möchte oder nicht oder denen ein besseres Gefühl geben möchte, was die Hausgemeinschaft angeht. Ich kann nur sagen, wir haben auch selber, also hier bei uns im Haus, im Vorderhaus haben wir
zwei Airbnb-Wohnungen. Ich wohne hier selber privat. Man bekommt so gut wie gar nichts davon mit. Es ist nicht nervig, es ist nicht stressig. Es ist eher eigentlich ganz cool, weil mal ganz neue Gespräche entstehen. Oder mal andere Kinder hier sind, die unser Kind jetzt nicht kennt, wo es dann sagt, oh ja, cool, wir spielen mal da mit dem. Also so wirklich was richtig Negatives habe ich halt selber auch noch nicht gehört. Ich glaube, das sind halt so Befürchtungen, die man hat, die dann ganz oft einfach nicht eintreten. So, ja, das sind also so solche Kollateralschäden oder dass mal eine Party geschmissen wird oder dass die Gäste sich nicht gut benehmen. Im einfachsten und im normalsten Fall sind die Leute maximal viel unterwegs und kaum in der Wohnung und dadurch halt auch kaum zu sehen und zu hören. Und das ist so der absolute normale Alltag. In Zeiten von Kurzzeitvermietung. Und dann hat man natürlich auch mal einen längeren Aufenthalt oder Geschäftsreisende, die dann vielleicht auch am Wochenende da sind und frei haben und dann mal zu Hause sind und man die dann auch mal einkaufen gehen sieht oder so. Aber das ist, die sind in der Regel auch nicht auffällig. Also. Also im Prinzip so, wie ich es vorstellen kann, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dann ist es ja auch so, dass ich die meiste Zeit ja nicht im Hotel bin. Ich bin ja meistens ja vor Ort für einen bestimmten Ausflug, für einen bestimmten Termin oder einen Anlass, den ich ja habe. Und deswegen bin ich ja in der Regel zum Schlafen im Hotel. Ne? Das ist wahrscheinlich so vergleichbar damit. Ne? Genau so kann man sich's vorstellen. Ja. Okay, ja, verstehe. Ja. Da habe ich jetzt einen spannenden Punkt, der wird, glaube ich, eher sehr in deine Karten reinspielen. Weil einer schreibt hier, es widerspricht der langfristigen Einkunftserzielungsabsicht. Aber das ist ja genau das Spannende, was du sagtest, dass du ja selbst sogar komplett Pakete anbietest. Also selbst sagst du, übernimmst quasi die Wohnung, wie die sind, und garantierst quasi eine Miete dabei. Also du hast ja quasi noch, damit ja noch eine deutlich höhere Einkünfte-Erzielungsabsicht dabei, ne? Genau, ich kann ja mal den Ablauf ein bisschen schildern, dass das vielleicht auch ein bisschen ja, messbarer oder greifbarer wird. Immer dann, wenn ich ein Angebot bekomme für eine Wohnung, dann frage ich nach der Quadratmeterzahl, nach Sonderausstattung wie Balkon, Badewanne, Fußbodenheizung, also alles, was irgendwie so ein bisschen raussticht. Und dann nach der genauen Adresse. Und dann kommt eine Standortanalyse, das dauert bei mir in der Regel 24 Stunden und dann habe ich für die nächsten 365 Tage jeden einzelnen Übernachtungstag gepriced. Dann habe ich jeden einzelnen Tag durchkalkuliert, welche Übernachtungseinkünfte ich erzielen kann, mit welcher Personenzahl. Und da werden hinten auch noch die Endreinigung abgezogen, da werden ein paar Posten abgezogen und dann bekommt der mögliche Geschäftspartner in dem Moment dann ja von mir diese Tabelle und kann genau hinten sehen, was der Revenue ist, was hinten rauskommt. Da muss man dann natürlich noch meine Provision abrechnen, aber in der Regel ist das nie unter 900 Euro. Also habe ich bis jetzt halt noch nicht erlebt. Es kann natürlich sein, dass manche Wohnungen auch nur 700 Euro abwerfen, aber selbst wenn ich da bei 700 Euro 18% nehme, ist das immer noch mehr kalt, als er jemals nehmen könnte. Würde ich jetzt behaupten. Absolut, also wenn du auf einmal sagst, dass du auf die kleinen, also auf Apartments gehst, dann habe ich ja Apartmentgröße, was ist denn, 30, 35 Quadrat, von mir aus 40 maximal, da wird schon ein großes Apartment. Und wenn jetzt die Runde am Quadratmeterpreis, bist du bei deutlich, ja, 10, wir können doch mal kurz rechnen, wenn ich sage 700 Euro auf die 30 Quadratmeter runterrechne, bin ich bei 23 Euro den Quadratmeter, 23, 33. Gut, Provision muss noch runter, ne? Aber dann bin ich halt bei 19. Also wir sitzen im Ruhrgebiet, wir haben hier auch so Städte. Es gibt natürlich durchaus, wie du schon sagtest, Düsseldorf, wobei Düsseldorf ja aufgrund von Einschränkungen schon schwierig ist, aber es gibt halt auch natürlich die Highlights, also das bei Düsseldorf zum Beispiel. Es gibt aber auch sowas wie so ein Gelsenkirchen oder sowas. Also es gibt da durchaus auch Orte, wo du halt Objekte hast, wo du sagst, okay, 6 Euro. Ne, das ist schon gut. Oder 6,50 Euro bei uns meistens ja so der Tortenboden, wo wir sagen, darunter gehen wir nicht. Und wenn du jetzt natürlich hörst, dafür könnte ich jetzt, weiß nicht, selbst wenn es da nur 10 ist, ist immer noch deutlich mehr als das, was du bei einer regulären Vermietung kriegen würdest. Und das Genau. Zweite, was dabei ist, unsere Erfahrung ist bei der normalen, also normal, jetzt nicht werten, aber die Langzeitvermietung, die man halt als Vermieter kennt, ist es so, man sagt, je kleiner das Objekt, umso mehr Fluktuation. Das heißt also, ich sage mal so, Apartments haben wir bei uns zusammen mit Bestand so
ungefähr so ein, drei Viertel, fast 2 Jahre haben wir im Schnitt die Vermietungsdauer, weil das sind die typischen Starterwohnungen. Das heißt, das ist ein typischer Student, ne? Dann kriegt er einen Partner, Wohnung zu klein, die nehmen Zwei-Zimmer-Wohnung zum Beispiel. Ne? Oder halt der gerade frisch in die Stadt reinkommt, quasi erstmal Fuß fassen will, neuen Job, neuen Freundeskreis, dann weiterzieht und so weiter. Und je größer eine Wohnung, umso länger ist halt auch die Mietdauer. Ne? Ich sage mal, so eine Vier-, Fünf-Zimmer-Wohnung, die ziehe nicht mal eben jedes zweite Jahr um oder sowas. Ne? So ein Hausrat ist halt auch umfangreicher. Und da ist natürlich halt total spannend, wenn du sagst, pass auf, ich habe die hier für ein Jahr oder für mehrere Jahre, dann kriege ich halt noch diesen Rent dabei raus. Das ist schon echt, ja, klingt echt erstmal spannend. Also ein Beispiel aus dem Ruhrgebiet, also ich glaube, es ist das, es greift das zumindest an, greift mich jetzt nicht an, wenn ich falsch liege, aber Brühl, nur zum Beispiel, ist eine exquisite Stadt. Also es ist wirklich krass, einfach durch das Phantasialand, aber auch durch die unglaublich gute Anbindung an Köln. Und da kannst du halt gut und gerne auch deine 1,8, 1,9 mit einem kleinen Apartment im Monat umsetzen. Und selbst wenn du die Warmmiete dann siehst und als Eigentümer dann sagst, okay, ich kümmere mich um Strom, ich kümmere mich um Internet, ich kümmere mich um alles und du machst nur die Verwaltung und die Vermietung, dann bist du immer noch bei einem exzellenten Renditesatz, ne? Also ich habe jetzt immer mal gehört, kenne mich ja tatsächlich noch nicht ganz so gut aus, aber ich habe immer gehört, dass die Leute sich freuen über 6, 7% da, dass das eine gute Sache ist. Und wenn man dann natürlich mitbekommt, dass es das auch 15, 16, 18, 20% da, also dass das durch Kurzzeitvermietung gehen kann, dann ist es natürlich für die Person, die investiert, auch super spannend in dem Moment, einfach weil sie der Bank das auch zeigen kann, ne? Und sagen kann, hier, guck mal. Und dann sagt die Bank, oh wow, du hast das hingekriegt, dann versuch es doch noch einmal. Viel Spaß. Und dann geht es halt so weiter. Und das erlebe ich halt gerade ganz viel und arbeite tatsächlich auch mit Leuten zusammen, die mit mir zusammen dann nochmal in eine ganz andere Richtung wachsen wollen. Ja. Ja, absolut. Also du bist dabei absolut richtig. Also es ist so, dass man echt, wir haben Erstkäufer, die gehen auf 4, 5%, ne, teilweise 6. Und das ist schon, also momentan, wir haben sehr, sehr starken Markt, wenn es um Verkaufen geht. Es gibt sehr wenig Objekte. Es gibt sehr, sehr viel mehr Nachfrage, als Objekte auf dem Markt sind. Deswegen ist es halt so, dass halt echt 5, 6% ist schon was Gutes, ganz genau. So 7 ist schon wirklich, das ist schon wirklich top, ne, wenn du was kriegst. Und das ist richtig. Also in der Regel kaufst du halt Objekte, wo du durchrechnest. Und da musst du halt auch überlegen, in der Regel rechnen ja alle auch dabei bei Vollvermietung. Das heißt, ich habe keinen Mieterwechsel. Ich habe vielleicht nicht nur Leerstand dazwischen, weiß ich nicht, weil ich dann noch renovieren muss oder weil es nicht nahtlos mit der Vermietung hat. Dann rechnen auch viele nicht dabei, dass ich auch sowas habe, zum Beispiel wie jemand braucht die Wohnung mal neue Tapeten, neue Böden und so weiter. Ne? Das heißt, also diese 6, 7%, die ja immer auf dem Papier stehen, die stehen oft erstmal nur virtuell da. Ne? Die musst du erstmal noch erzielen. Ne? Das heißt ja wirklich Vollvermietung und längere Zeit keine Reparaturen, keine Instandhaltung dabei. Ne? Das ist aber schon echt dann ein Kickback, den du dabei holen kannst. Wenn du das, oder vielleicht auch ein Konzept wäre, wo man sagt, ich habe ein Acht-Parteien-Haus. Und davon wird man ein, zwei Wohnungen quasi in deine Hände. Alle. 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 Das ist wirklich, das ist die Okay. Explosion. Also dann knallt. Also, weil man kann sich das vielleicht nicht ganz vorstellen, aber es gibt unglaublich viele Firmen, die halt für mehr als nur zwei Mitarbeiter was suchen. Und wenn die dann in einem Haus platziert werden können, dann explodiert wirklich. Also es Okay. ist krass. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, gerade heute, der hat seinen Umsatz durch, der hat jetzt sein 14. Apartment, was er startet. Oder seine 14. Wohnung. Und der hat nur mit, ja, von 8 auf 14 oder von 8 auf 13 hat er 20.000 Euro mehr im Monat umgesetzt und sein Einkommen fast verdoppelt. Einfach nur, weil die 5 Apartments in einer Wohnung waren, in einem Objekt waren. Und diese Synergieeffekte, die man mit mehreren Wohnungen in einem Objekt bekommt, die kriegt man eigentlich sonst nie. Es ist super easy für die Reinigungskräfte. Man kann es super, super automatisieren. Also man kann das mit elektronischen Schlüsselzugängen machen. Die Leute brauchen keine Schlüssel mehr. Es werden also keine Schlüssel verloren. Das Thema ist schon mal weg. Einbruch ist so gut wie unmöglich. Man kann Videoüberwachung installieren in den Gängen, in den Hausfluren, um einfach auch mal nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist.
Und man hat einfach niemanden, der sich da dran reibt, der damit Probleme hat. Und dann hat man so eine Art Apartment-Hotel, ohne Apartment-Hotel-ähnliche Strukturen anzubieten und ins Gewerbe zu rutschen, sondern man ist immer noch bei Vermietung und Verpachtung und hat aber all diese Synergieeffekte mit. Ich sammle die Wäsche unten im Hausflur und die wird einmal die Woche abgeholt, statt jedes Mal mitgenommen und gewaschen. Also man hat wirklich unglaublich viele Vorteile, wenn man alle Wohnungen in einem Objekt hat, die man vermietet. Ja, auf jeden Fall. Und was ich ja spannend finde, ist, es ist ja so, wenn ich sage, ich bin Investor, ich habe meine Wohnmobilien, bin ich vielleicht nicht der perfekte Anbieter dafür für Airbnb oder halt, um jetzt mal von dem Anbieter loszukommen. Es gibt ja mehrere Anbieter durchaus als Airbnb, aber der steht halt so nur dafür, das ist halt so. Aber dann kann ich mal dich als Partner zu nehmen, wo ich aber sage, ich habe jemanden, der hat einen Track Record, der weiß, was er tut. Weil zum Beispiel jetzt, wo du sagtest, mit Schlüsselzugang, mit Reinigung, mit Wäscheservice, da wäre ich jetzt überfragt, wenn ich vor Ort bin. Also, ne, wenn ich jetzt eine Immobilie hätte, die von mir 5 Kilometer weg ist, ich wüsste nicht, wie ich dem den Schlüssel geben sollte oder wie ich halt dem sicherstelle, dass, wenn er auszieht, also sprich, sein Mietzeitraum vorbei ist, wie dann die Endreinigung auszusehen hat, wie dann zum Beispiel sowas wie eine Inventarliste erstellt wird, dass also auch alles noch da ist. Wie man zum Beispiel nachguckt, ist was kaputt, ist was fehlt was oder wie auch immer. Das wären so Punkte, wo ich jetzt einfach so als normaler Investor, der nur auf Wohnraum geht, auf Langzeitmiete, komplett überfragt wäre. Aber da kann ich einfach ja mich ins Boot holen. Dann hat jeder quasi seine Kernkompetenz, sagen, was er tut. Und jeder hat profitiert von dem Geschäft. Das wäre ja so klassisch der Win-Win-Effekt, ne? Genau. Ja. Und deine Kriterien jetzt, also. Habe ich jetzt rausgehört, möglichst kleiner Apartment, am liebsten Einzimmer, maximal Zweizimmerwohnungen, Lage, Ort, Anbindung. Also, dadurch, dass ich jetzt in Katlenburg aktiv bin und sehe, dass selbst eine Lage, die schon abseits ist, auch fern von jetzt großen öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, und das trotzdem gut funktioniert, kann man schon sagen, dass das eigentlich nicht wirklich relevant ist. Das muss man dann im Einzelfall prüfen, einfach. Man muss das Zweckentfremdungsverbot prüfen, man muss Ja, natürlich, ich muss diese alle Regeln einhalten, gar keine Frage. Also, das soll jetzt nur. Standortanalyse einmal machen, einmal rauskriegen, was man bekommt und dann natürlich auch immer gegengucken, ne? Also was kriege ich, wenn ich sie normal, konventionell vermiete und was kriege ich in einem moderneren Modell? Gut oder perfekt ist immer eine gute Innenstadtlage. Jetzt zum Beispiel, ein Kollege von mir macht das in Augsburg. Hammer. Also funktioniert richtig gut. Leipzig funktioniert auch gut. Leipzig ist aber gerade halt in dem Prozess, eine Zweckentfremdung einzuführen, beziehungsweise dieses Verbot davon einzuführen. Deswegen wird es dort ein bisschen hektisch, elektrisch. Aber prinzipiell sowas, was ich gesagt habe, Brühl, oder eine gute Anbindung zu Unistetten oder eine gute Lage, was Sightseeing angeht, im Schwarzwald, Fränkische Schweiz, Lüneburger Heide, ne? Also es gibt so diese verschiedenen, die auch touristisch einfach gut besucht werden, wo man sowohl Geschäftsreisende als auch Touristen hat, dann funktioniert dieses Modell eigentlich, ist ein No-Brainer. Dann muss man sich nicht wirklich Gedanken drum machen. Dann braucht man nur die Fähigkeit, das halt gut zu vermarkten, das gut zu branden. Und ja, wie ich schon gesagt hatte, wir arbeiten oder ich arbeite auf jeden Fall auch mit einem Produktplatzierungsunternehmen zusammen, die für uns Deals reinholen und dann kriegen wir immer schöne Produktplatzierungen. Ja, in den letzten 3 Monaten mal ein paar Beispiele. Ich habe zig Kästen Bier bekommen, 80 Kästen für meine Wohnungen. Ich habe jetzt 280 Dosen Gin Tonic bekommen. Ich habe Kaffeemaschinen bekommen mit Kaffeevorrat. Ich habe Bettdecken und Kopfkissen bekommen, die ich mir hätte niemals leisten können, weil sie einfach wirklich 250 € kosten und was ganz Besonderes sein sollen. Und so bekommt man halt immer Ausstattung, die das Ganze dann auch nochmal natürlich nach oben heben und das Niveau ein bisschen erhöhen und damit man sich halt wieder abheben kann und das dann natürlich auch für ja, das Aussieben von Konkurrenz sorgt. Und
Ja, wenn man so zwei, drei Marketing-Tricks kennt oder die Platzierung in den Portalen gut läuft und man das alles optimiert, dann kann man eigentlich mit nahezu jedem Standort gut arbeiten. Echt spannend, echt spannend. Also das muss man echt mal überlegen, wenn jemand Interesse daran hat, wenn jetzt jemand hört und sagt, ich weiß nicht, ich habe da genau so ein Apartment oder ich habe vielleicht sogar mehrere dabei, gerne dich wenden, denke ich mal, oder? Genau. Ja. Einfach gerne melden. Kontaktdaten und einfach mal in die Shownotes reinpacken. Also wenn du die Shownotes nicht kennst, entweder ist es unten in dem Podcast drin oder jetzt im Video dabei, dann einfach an dich rantreten und wie du sagtest, du machst jetzt ziemlich zeitnah eine Analyse dabei. Und man kriegt dann vor ein paar Tagen ein Feedback dazu, wie die Vermietbarkeit aussieht, ob du das halt einmal Interesse hast und zweitens natürlich halt zu welchem Preis. Ne? Das wären natürlich die zwei Key Features. Ne? Genau. Also am besten auch, wenn sich wirklich Leute melden sollten, am besten einfach schon so eine Erwartungshaltung von der Miete mit reinschicken, also was sie unbedingt brauchen oder was sie gerne hätten. Und dann kann man das auch direkt schon in Relation setzen und sagen, mit dem Mitschicken von der Tabelle kann man dann direkt sagen, lohnt oder lohnt nicht oder lohnt sich das mal anzuschauen. Okay, verstehe, damit also nicht einer hinkommt und sagt, ich hätte gerne, ich weiß nicht, irgendeinen High-Level-Preis, wo der nicht realistisch ist und nicht erfüllbar ist, dass du gar nicht erst dann dich einen Tag mit beschäftigen musst, ne? Also dass das jetzt schon halt reales ist, ne? Ja, okay. Genau, ja. Okay, aber ich vermute mal, du wirst ja auch an Mietspiegeln dann irgendwie ja auch das sehen können. Also es gibt ja mehrere Online-Mietspiegel, wo man sehen kann, was ist denn so für die klassische Vermietung, Langzeitvermietung, was ist denn so ein Mietspiegel, den man halt kriegen kann. Und dann kennt man halt auch dann diese Kurzzeitbonus halt obendrauf, ne? Genau, und dadurch, dass das halt aber auch wirklich von Region zu Region unterschiedlich ist, einfach weil verschiedene Veranstaltungen sind. Also man kann ja schon sagen, dass im Speckgürtel von München eigentlich immer gute Preise erzielt werden können, bis sehr gute Preise. Und gerade zu Champions League oder zu Oktoberfest gehen die Preise halt brachial nach oben. Und das kann man jetzt halt von Göttingen nicht behaupten. Also es gibt in Göttingen kein großes Event, es gibt nichts Wirkliches, was in der Nähe ist. Da kann man halt nur sagen, ja, okay, die Hotels in der Umgebung nehmen das und das. Das ist realistisch, das könnte man in der Form ansetzen und das dann einfach mal durchkalkulieren und mal gucken, wie das anläuft. Prinzipiell sind diese Analysen aber schon ziemlich genau. Also sie sind auch eher vorsichtig als überheblich und gehen eher ein bisschen niedriger rein, als man eigentlich nehmen könnte. Und man guckt dann, wie man sich hochschaukelt. Genau, und das Coole einfach ist, dass der Vermieter jetzt, also in meinen Fällen, die können immer zu jeder Zeit, können die sich über den Zugang einfach einloggen und einmal reingucken, wie es läuft, wie die Auslastung ist, wie die Preise eingestellt sind, können ja auch selber über die Portale einfach mal reinschauen und jetzt sich das Listing angucken und dadurch einfach auch selber immer mal prüfen, wie denn der aktuelle Stand ist. Okay. Ja, wobei, ganz ehrlich, wenn ich da dich, du trittst ja als Mieter in dem Fall auf. Und wenn ich an dich vermiete, was du dafür nimmst und was du nicht dafür nimmst, wäre jetzt für mich jetzt echt sekundär. Wir würden ja einen Vertrag abschließen, der würde ja beinhalten, dass du eine gewisse Summe halt zu zahlen hast. Oder ist das ein anderes Modell? Also es gibt verschiedene Modelle. Mit einigen mache ich das genau so. Also so bin ich auch gestartet. Mittlerweile mache ich es halt so, dass ich das komplette Geld bekomme und dann die Gutschrift abzüglich meiner Provision halt rüberschicke. Und dadurch halt das auch immer ein bisschen schwankt. Aber man halt im Vorhinein garantieren kann, dass eine gewisse Untergrenze nicht erreicht wird. Und falls mal eine Untergrenze nicht erreicht wird, dass man dann aufstockt. So Okay. ist das bei uns. Also was mit Genau. Mietgarantie quasi. Also du sagst auch so, das ist der Preis, den kriegst du immer. Und wenn es halt gut läuft, halt dann mehr. Genau. Okay, ja. Okay. Und was brauche ich denn für eine Ausstattung? Weil wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht viele interessiert. Was muss ich haben? Also das hat Infrastruktur, natürlich klar, zentrale Lage, natürlich möglichst gute Anbindung, aber kein Muss. Spielt sich wahrscheinlich immer im Preis nieder. Ne? Natürlich, wenn ich irgendwie ein Objekt habe, was ich nur mit dem Auto erreichen kann, wird welche Nachfrage nicht so hoch sein. Das heißt, wahrscheinlich kommen nicht so viele Leute in Frage. Das verstehe ich. Aber was muss ich jetzt an Kriterien für das Objekt selber haben? Was ist wirklich so ein Must-Have für dich, wo du sagst, wenn das nicht gegeben ist, dann geht es auf keinen Fall. Und was wäre so nice to have?
Also ein absolutes Must-Have ist eine Küche. Die muss jetzt nicht super Premium ausgestattet sein. Also da reicht ein einfacher Backofen und eine Herdplatte und ein Kühlschrank mit einem kleinen Gefrierfach. Muss jetzt nichts Extravagantes sein. Wichtig ist auch immer, dass man gutes Internet hat, schnelles Internet, damit man auch nicht Geschäftsleute abschreckt oder so, die wirklich aufs Internet angewiesen sind. Bequeme Matratzen und ein geräumiges Bett. Also man sollte nicht unter 1,60 gehen, was die Bettengröße angeht, dass da einfach jeder gemütlich drin schlafen kann, auch zu zweit. Ich finde immer wichtig, noch ein Schlafsofa, dass du halt möglicherweise auch 4 Leute unterbringen kannst oder Familien auch bei dir buchen. Das ist übrigens die zahlungskräftigste Kundschaft, die man haben kann. Ja, alles andere ist nice to have. Eigentlich kann man schon fast sagen, ein Fernseher ist ein Must-Have, dass einfach ein Fernseher drin ist. Ein very nice to have ist Netflix oder Amazon Prime, dass man irgendwie sowas anbieten kann. Das habe ich auch in all meinen Wohnungen und das kostet weniger Euro im Monat und das ist eine der besten Investitionen für Buchungsentscheidungen. Sehr, sehr nice to have ist halt sowas wie Badewanne, Tageslichtbad, ein Balkon oder eine Dachterrasse. Das sind alles so nice to haves, die einfach auch zu einer Kaufentscheidung beitragen. Ich habe zum Beispiel Kollegen im Business, die machen immer, wenn es eine Dachterrasse gibt, kommt da ein Jacuzzi hin und eine Sauna. Und dann hat man nochmal eine enorme Aufwertung in der Ausstattung und dadurch auch nochmal einen ganz anderen Mietpreis, den man erzielen kann. Ja, aber prinzipiell war es das schon. Also es braucht halt ein gemütliches Bett, es braucht eine Küche drinne mit einer entsprechenden Ausstattung, um vollwertig einfach kochen zu können, nicht zu müssen. Und Fernseher und eine Schlafcouch, um einfach die Kapazität zu erhöhen. Gerade in so kleinen Wohnungen ist es dann doch schon ganz praktisch, wenn man nicht zwei separate Schlafzimmer hat. Einfach noch eine Schlafcouch mit reinzustellen, um die Möglichkeit zu geben, dass mehr Leute Platz finden. Und wenn ich jetzt ein Objekt habe für dich, das ist ja in der Regel leer. Ne? Also wie gesagt, bei Langzeitmiete ist ja so, ich übergebe ja in der Regel ein leeres Objekt. Der Mieter hat ja seine eigenen Möbel oder kauft sich die, stellt sie ja rein und wenn er auszieht, dann kriege ich es halt wieder leer zurück. Was müsste ich jetzt für dich stellen? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich will jetzt wirklich, habe jetzt eine Wohnung oder ein ganzes Haus, wo ich jetzt sagen würde, lieber Kelvin, wie sieht es aus bei dir? Hättest du nicht Interesse dran? Was müsste ich für dich dafür stellen oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt für dich als Investor, als Vermieter dann da auftrete? Also es gibt da auch wiederum verschiedene Modelle. Wenn die Wohnung aber komplett leer ist, dann bietet sich es tatsächlich an, vermutlich, entweder wenn man mit mir als Geschäftspartner zusammenarbeiten will und sagt, man arbeitet einfach langfristig an dem System, dass man da zusammen reingeht oder ich habe jetzt auch zwei, drei Leute, die sagen, die statten komplett aus. Und ich kümmere mich wirklich nur ums System dahinter und sie fragen mich halt, was man so braucht oder was cool wäre, ob ich denen ein paar Links für ein Bett schicken kann oder für sonst irgendein anderes günstiges, aber doch gutes Ausstattungsmerkmal. Und andernfalls ist es so, wenn man jetzt sich zum Beispiel auf eine feste Miete einigt, dass ich auch immer auf der Suche bin nach Leuten, die halt gewillt sind zu starten, aber keine Wohnung finden. Ne, einfach nicht die passenden Sachen finden und die dann halt mit dem gewissen Invest reingehen, den Mietvertrag auch übernehmen und ich halt wirklich nur da bin und dirigierend sozusagen die Verwaltung übernehme und das alles miteinander connecte und gucke, dass das halt alles so läuft, wie ich das selber auch machen würde. Oder mir gefällt was so gut, dass ich halt selber sage, okay, ich nehme jetzt 3, 4, 5.000 Euro in die Hand und mache das halt selber und nehme das halt komplett mit und zahle halt eine feste Miete. Okay. Das heißt also, so ein Invest, alles gerade schon gesagt, 3.000, 4.000, 5.000 muss man von so einem Apartment ausgehen, was ich also hätte. Also, das wäre gesagt, die Küche, Bett, die Schlafcouch, wahrscheinlich einen Tisch dazu, vielleicht nur einen Stuhl oder zwei Stühle vielleicht noch, Fernseher. Das wären so quasi, was man so als Starter so 3.000, 4.000, 5.000 wahrscheinlich einzuplanen sind, ne? Genau, kommt so ein bisschen drauf an, was man halt für Schnapper auf eBay Kleinanzeigen oder in Outlets macht. Prinzipiell. Geschäften. Wie bitte?
In schwedischen Möbelgeschäften auch wahrscheinlich. Bist wahrscheinlich auch Genau, schon. naja, da findet man einfach ziemlich gute Deko und Gläserausstattung und sowas. Das hole ich auch selber dort noch alles. Aber ja, also man kann wirklich gute Schnäppchen, gerade was Betten angeht oder was Fernseher angeht, auf eBay Kleinanzeigen machen, auch was Couch, Schlafsofa angeht oder Esstisch. Da würde ich auch immer, wenn man, also am besten wäre es, wenn man als Investor in dem Moment auf mich zukommt, wo die Kündigung reinflattert und die 3 Monate Kündigungsfrist losgehen, weil dann hat man 3 Monate Zeit zu suchen und zu schauen und zu beobachten, den Markt auch zu beobachten. Und dann kann man sich da ziemlich gut drauf vorbereiten. Genau, und es schwankt so ein bisschen, je nachdem. Aber es sind bei einem Ein- bis Zwei-Raum-Apartment sind so maximal 5.000 Euro, die man in die Hand nimmt. Und da ist dann aber in der Regel auch schon Kaution mit dabei. Ja, nee, denke ich auch, weil das ist, was willst du da haben? Eine Pantyküche, das wird ja ein Zweiplattenkocher sein, wahrscheinlich ein Kochfeld, ist wieder, also ein kleiner Kühlschrank, das ist ja, ne, das kann ja nicht so viel sein, ne? Genau. Man muss dann halt einfach gucken, also gerade bei der Badausstattung, dass man da einfach gewisse Farbkonzepte geht, dann noch vielleicht die Wand dekoriert, schön macht. Ich kann ja auch gerne mal in die Shownotes von dir ein Inserat von mir packen, dass man mal so ein Gerne, ungefähres gerne, Gefühl ja. dafür bekommt. Dann zeige ich einfach mal das Neueste. Dann kriegt man so ungefähr ein Gefühl dafür, wie so eine Wohnung aussieht, dann, wenn sie fertig ist und was sie alles so mitbringt. Und dann, also ich habe festgestellt, dass eins der größten Investments Rollos sind, die verdunkeln. Das ist so mit das Teuerste, was man in die Hand nehmen muss. Ansonsten, ja, auch bei der Küche kann man, wie du schon sagtest, da aufs Minimum runtergehen und das reicht völlig aus. Die wenigsten Leute brauchen jetzt hier eine komplett Hightech ausgestattete Küche. Ich biete halt ganz gerne noch sowas wie Mikrowellen an oder so, weil es einfach auch für Geschäftsreisende oder für Familien einfach mit Babybrei-Erwärmung sehr, sehr entspannt ist dann. Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Das würde ich auch eher in so ein Nice-to-have oder optional mit reinnehmen. Okay. Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, jetzt habe ich da meine Möbel. Jetzt brauche ich aber, wie du schon sagtest, ich brauche Bettlaken, ich brauche Bettwäsche, ich brauche Handtücher, ich brauche Löffel, Messer, Gabel, Teller, flache, tiefe, große, kleine, Kaffeetassen, Gläser. Das muss ja mal angeschafft werden. Okay. Das Ganze muss ja aber irgendwie auch dann gepflegt werden, gereinigt werden. Vielleicht auch mal geht was kaputt, vielleicht muss das auch irgendwie mal geprüft werden, ob alles noch da ist. Wie mache ich das denn remote? Also, wie machst du das? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Reinigungskraft kriegt von mir eine Checkliste, die sie durchzugehen hat, bei jeder Endreinigung. Dafür kriegt sie auch einen recht guten Stundenlohn. Und da ist halt inbegriffen, dass sie halt checkt, ob alle Gläser da sind, ob alle Lampen funktionieren, ob die Bettlaken schmutzig sind oder was man da halt tun muss, damit sie wieder ganz sind, wenn irgendwas kaputt ist, dass das gemeldet wird und dass ich mich dann um Ersatz kümmern kann. Also dann läuft das so, also ich habe es jetzt auch immer wieder hier, da ist was kaputt gegangen, könntest du mal, und dann ist das für mich tatsächlich nur noch ein Wisch, dann gehe ich in die Online-Shops, gerade diese Sachen, die viel kaputt gehen, wie bei IKEA, die Gläser oder so, da kaufe ich dann immer noch ein Paket dazu und das Ja, stelle ich dann das in quasi, einen das ist separaten Schrank. Genau, stelle ich in einen separaten Schrank und dann kann die Reinigungskraft da einfach zugreifen drauf mit einem Zahlencode und kann die Sachen einfach erneut platzieren. Okay. Also ist quasi dann deine Reinigungskraft vor Ort ist quasi die checkt Inventar, die weiß also genau, was muss alles da sein. Ich sag mal, irgendwie 10 Gläser und das, ne? Okay, ja. Und die sorgt dann auch dementsprechend auch für die Grundreinigung, für Bettbezüge wechseln, Handtücher austauschen. Das macht ihr alles für dich dann, ne? Genau. Der kriegt, wie schon gesagt, einen recht guten Stundenlohn und macht dafür dann aber auch alles. Also die präpariert die Wohnungen Okay. nach jedem Checkout erneut für die Gäste, nimmt die Schwä Wäsche mit nach Hause, wäscht die, trocknet die und Okay. genau, kümmert sich einfach darum, dass alles reibungslos funktioniert. Bekommt zum Beispiel aber auch die Pakete für die Produktplatzierung geschickt, platziert die Produkte dann entsprechend, darf sich natürlich auch immer was rausnehmen und genau so hält man die dann auch ganz gut bei Laune. Ja, cool. Spannend. Spannende Sache, ja.
Und wie übergibst du den Schlüssel? Also wenn ich jetzt jemand habe, der bucht sich jetzt gleich ein für, ich weiß nicht, morgen. Wie kommt ein Schlüssel dran? Also wie ist der Zugang sichergestellt? Wie sorgst du dafür, dass er reinkommt? Wie wird das gehandelt bei dir? Also im besten Fall ist es so, dass, wie gesagt, die Eigentümerin das ganze Objekt hat, in dem Moment dann halt auch Handlungsbefugnis, was vor dem Haus passiert. Dann kann man dort einfach Schlüsselboxen anbringen und da dann die Schlüssel jeweils platzieren und beschriften. Im anderen Fall ist es so, dass man, wie jetzt bei mir in Leipzig, in einer Wohnung, da ist es so gemacht, dass es mit einem Smart Home System ausgestattet und da ist es dann so, dass die, wenn die unten an der Gegensprechanlage klingeln, zu einem gewissen Zeitfenster, dass die Tür aufgeht, dass sie summt, dann geht sie auf, dann kommt man in den Hausflur rein und im Hausflur selber ist dann vor der Tür selbst ein Keypad und dann geben sie dort einen Code ein und kommen dann rein und haben dann dort den Schlüssel liegen, um halt einfach selbstständig auf- und zuschließen zu können, wenn sie das selber wollen, könnten aber auch theoretisch ganz ohne Schlüssel die ganze Zeit damit arbeiten. Okay. Ja, cool gelöst. Ja, spannend. Und selbst wenn das nicht funktioniert, wenn jemand sagt, hier, das mit dem Keypad funktioniert nicht, dann gehe ich in meine App und mache die Tür halt mit einem Slide nach rechts auf, so wie ich auch Telefongespräche annehmen würde im Normalfall. Also das funktioniert dann auch, genau. Cool. Sehr spannend, sehr spannend. Und ich denke auch vielleicht auch ganz spannendes Ding, wenn man Rendite nochmal ein bisschen aufschaukeln will, ein bisschen hochziehen will. Und vielleicht auch Objekte, die vielleicht nicht allzu gefragt sind. Das glaube ich, ist nochmal echt so ein Booster nochmal vielleicht für den eigenen Bestand. Das durchaus. Genau, das ist ja das auch, was ich immer mitbekomme. Ne? Gerade bei den kleinen Objekten sind die Leute immer heilfroh, wenn es langfristig vermietet ist. Wie du das vorhin schon gesagt hattest, mein erster Eigentümer, der mich angerufen hat und gesagt hat, ob ich denn nicht wollen würde, er hat genau dein Beispiel gehabt, eine 36 Quadratmeter Wohnung, eine typische Starterwohnung in Leipzig. Dann geht man an die Uni, lernt Leute kennen, zieht in irgendeine WG und spart sich halt diese voll eigene Miete und bezahlt dann nur noch 200 € fürs WG-Zimmer statt 400 € für die Wohnung, in der man alleine leben muss oder dann halt alleine lebt. Genau. Cool. Was du übrigens aber erzählen musst, ist noch das Projekt in Manila. Das hat mich schon ein bisschen geflasht. Ah, Weil, Malaysia, meinst du? Malaysia, ja, sorry. Genau. Weil ich meine, im eigenen Land und ich sag mal, irgendwo noch erreichbar, das ist ja noch auch ganz gut vorstellbar, aber das ist ja nun mal noch eine ganz andere Liga dabei, ne? Das stimmt. Also da ziehe ich auch tatsächlich meinen Hut vor Thomas, meinem Kollegen, der das einfach durchgezogen hat. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich euch jetzt mal direkt anspreche da draußen. Thomas ist 46 Jahre, also man ist tatsächlich auch nie zu spät, um zu starten. 46 Jahre alt und ist ohne Englischkenntnisse und ohne einen Plan, wie die Mentalität dort ist. Ich meine, der hat die ganze Gesetzeslage studiert und alles gemacht. In seinem Jahresurlaub, er ist Krankenpfleger, Altenpfleger, in seinem Jahresurlaub 3 Wochen nach Malaysia, in die Hauptstadt, nach Kuala Lumpur geflogen und hat dort innerhalb von 3 Wochen einen Vermieter überzeugt, eine Wohnung, die war schon teilmöbliert, fertig gemacht, das Listing online gestellt und die Vermarktung gemacht. Und ja, hat seitdem eine Wohnung in Kuala Lumpur, roundabout 10.000 Kilometer entfernt. Und es läuft voll remote. Alles andere wäre auch ein bisschen ungünstig. Alles andere wäre schwierig, ne? Sehr aufwendig sonst. Genau, und er hat das über einen Co-Host gelöst. Also er hat eine nette Dame, die halt sozusagen ihn vertritt vor Ort. Und alles managt, die Schlüsselübergabe organisiert, die Einrichtung checkt, die Reinigung organisiert und einfach da vor Ort alles für ihn regelt. Genau, und die bezahlt er halt fest. Und also pro Buchung kriegt die ein Festgehalt und das ist für die Verhältnisse dort vor Ort ziemlich viel Geld. Und dafür macht sie das. Und das läuft gerade extrem schlecht wegen des Lockdowns, der ist dort ein bisschen härter und schwieriger.
Aber es lief vorher ganz gut, also problemlos, nahezu problemlos und zeigt halt einfach auch, dass jemand, der auch gar kein Englisch kann, jemanden vor Ort findet, der ihm das alles abnimmt. Und er war sogar noch so smart, muss man an der Stelle auch dazu sagen, dass er aus dem ganzen Ding eine Challenge gemacht hat, wo er gesagt hat, hey, ich nehme euch exklusiv mit, wenn ihr Bock habt. Nehme euch komplett mit, gehe jeden Tag live, erzähle euch, wie alles vor Ort funktioniert, zeige euch über YouTube-Videos, wie ihr das selber machen könnt und hat dafür pro Teilnehmenden Geld genommen und hat damit einen großen Teil seiner Reise finanzieren können. Genau, also hatte gar kein so großes Startinvest, wie das jemand hätte, der diese Challenge nicht gemacht hat und hatte gleichzeitig dann eine Crowd von 15 Leuten, die einfach komplett ihn verfolgt haben, supportet haben und genau, die ihn bis heute noch verfolgen. Ja, nicht schlecht. Das ist echt schon eine Leistung dann, ne? Also mit Spracherinnen dazwischen, das ist schon nicht schlecht. Das stimmt. Ja, also wie gesagt, ich ziehe jedes Mal meinen Hut, wenn ich diese Geschichte Freunden erzähle. Ich selbst bin ja jetzt gerade ganz, ganz frisch an einem Objekt in Chiang Mai dran, in Thailand, in der Nähe von Phuket tatsächlich, und kaufe das auch und es gehört ab dem 1. Dezember dann auch in mein Portfolio. Und da werde ich diese Reise selber erleben. Übernehme tatsächlich aber auch nur ein Listing. Also das ist schon komplett eingerichtet, das läuft schon, da ist schon ein Co-Host vor Ort. Das ist sozusagen einfach nur eine Übernahme, eine feindliche Übernahme. Das ist Und doch langweilig für dich dann, oder? ja, also man hat ja immer Freude daran, ein, zwei, drei, 4 € mehr zu zählen am Ende des Monats. Kelvin, ich glaube, dass bestimmt viele jetzt echt Bock haben, dich kennenzulernen. Also ich würde vorschlagen, wir packen dich auf jeden Fall in die Shownotes mit rein für den Kontakt, dass man auf jeden Fall auf dich zukommen kann. Ich glaube auch, dass viele, Airbnb ist ja allgemein immer so ein, hat ja dieses, ja, so ein negatives Geschmäckle. Ne? Das ist ja auch lange durch Presse gegangen. Airbnb wird ja immer so als Synonym genommen für die negative Kurzzeitvermietung, muss man dazu sagen, irgendwie. Ne? Du hast ja schon das im Vorgespräch passend gesagt, tausch Airbnb aus durch Booking.com und schon das Ganze, ne, ganz andere Wirkung. Ne? Also, oder sagt Ferienwohnung, ne? Das ist auch wieder ein ganz anderes. Ne? Also das ist wirklich echt so ein Synonym, was schon ein bisschen negativ angehaucht ist. Aber ich glaube schon, dass das durchaus auch eine spannende Sache sein kann, auch für ja, Investoren, die halt langfristig unterwegs sind, die also klassisch diese klassischen Vermietungsgeschichte haben für Wohnraum, also in den Gebieten zumindest da, wo es keine Beschränkung gibt, wo halt also keine Auflagen gibt, dass es durchaus mal eine Geschichte sein kann, wo man vielleicht mal sich mit dir connectet und vielleicht mal spricht und vielleicht auch mal zusammenkommen kann, das durchaus. Das glaube ich auch. Ich habe auch gerade überlegt gehabt, oder während wir gerade gesprochen haben, dass du auch vielleicht auch ein, zwei Objekte bei uns im Bestand, die auch vielleicht gar nicht mal so verkehrt waren, dass wir uns mal das Ganze durchrechnen, mal durchschauen, wie das in sich da verhalten würde, was glaube ich auch sehr gut in dein Beutekonzept reinpassen würde und wo wir halt auch eventuell Objekte haben, wo man vielleicht mal konkret rechnen könnte. Ne? Das glaube ich auch. Von daher würde ich aber vorschlagen, wir verlinken das einfach mal. Wir verlinken auch auf jeden Fall, ja, Coaching. Einfach mal bei dir abstimmen. Ne? Also entweder du kannst es ja dann bei you, ne? Also dass du das quasi übernimmst, oder du kannst auch sagen, wenn ihr das jetzt wirklich ernsthaft vorhabt, du bringst das von A bis Z komplett bei in deinem Coaching-Programm und ja, bist dann quasi Mentor und sorgst dafür, dass die auf Ballhöhe kommen, so wie du halt auch das Wissen hast. Ne? Genau. Also an alle diejenigen, die nicht nur investieren, sondern auch lernen wollen und verstehen wollen, vor allem dieses System verstehen wollen und die Vorzüge davon, die sind einfach auch nochmal eingeladen, bei uns in den Podcast reinzuhören. Wir haben mittlerweile 54 Folgen und das ist tatsächlich, da ist jetzt fast alles dabei, wenn wir jetzt das andere Interview haben mit Vermieterüberzeugung, was ich mit dir ja gerne noch führen würde für unseren Podcast, dann ist da auch noch mal was dabei, wenn man keine eigenen Immobilien oder nicht viele im Bestand hat oder die gerade alle einfach vermietet sind und nicht in Frage kommen und man trotzdem mal starten möchte, vielleicht über einen anderen Vermieter dieses Arbitrage-Modell einfach zu mieten und nicht zu besitzen, so wie ich das ja mache. Hört einfach gerne rein, lohnt sich auf jeden Fall, für die Leute, die wirklich da tieferes Interesse dran haben. Ja, und ansonsten auch für Coaching oder so. Ich habe da
aktuell mich noch nicht wirklich darum geschert, einen Festpreis auszumachen oder so. Da müssen wir dann einfach den Aufwand sehen. Im besten oder im coolsten Fall melden sich 10 Leute und haben alle Bock und dann machen wir ein Gruppencoaching. Dann wird es für alle ein bisschen günstiger und wir kriegen da irgendwie relativ viele Erfolgserlebnisse auch. Das ist ja auch für mich ganz cool, dann mal zu sehen, wie das funktioniert. Und ja, ansonsten alle, die noch tiefer rein wollen, einfach mit auf die Vacation kommen im Mai. Genau. Und der Podcast heißt Er hört. Ne? Er, das Englisch Luft und hört Ja, halt das Deutsche. Genau. genau, in Anspielung auf Airbnb, dass man halt erfolgreich vermietet, auch mit Luft. Super. Kevin hat mich sehr gefreut. Wir bleiben einfach connected. Wir machen auch das Vermietergespräch dazu, was Argumente sein können für, wie gesagt, jemanden, der halt gerne ein Objekt hätte, wo er sagt, das ist genauso ein Objekt, was total gut laufen würde, wie man dann mit dem Eigentümer sprechen kann oder Hausverwaltung oder ähnliches dabei. Auf jeden Fall. Und ansonsten, ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal vielleicht einen halben Jahr nochmal ja, mal gucken, wo es dann hingegangen ist. Ne? Wenn es in Phuket losgegangen ist, vielleicht dann der nächste Standort dazu kommt. Ne? Die Welt ist nicht groß genug. Ne? Ja, definitiv. Vor allem will sie entdeckt werden. Also, ja, ich freue mich. Also auch ein Update in einem halben Jahr ist bestimmt super spannend, was so passiert ist, wie es weitergegangen ist, wie jetzt die Corona-Situation auch einfach uns alle trifft oder wie halt die verschiedenen Leute damit umgehen. Ja, kann ganz spannend werden. Absolut. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Kevin, Danke. schöner könnte ich das nicht sagen. Das muss unser Schlusswort sein. Okay. So, dann vielen Dank fürs Zuhören. Alles in den Shownotes, guckt rein, wenn ihr da Bock drauf habt. Das hat sich echt spannend angehört. Die Renditen sind echt krass, die da genannt wurden. Und ich glaube, das ist echt durchaus nachhaltig erzielbar. Wie gesagt, überlegst du, ist ein 7% da gut oder 17? Braucht man nicht lange nachdenken. Wenn ihr also Bock drauf habt, sprecht mit dem Kelvin direkt. Die ganzen Kontaktdaten verlinke ich unten. Ja, Kelvin, ich wünsche dir alles Gute. Wir bleiben in Verbindung und weiter gute Geschäfte. Ja, danke dir. Danke für die Bühne, die du geboten hast und bis ganz bald. Alles klar, danke, bis dann.